So Leute, da sind wir beim nächsten Deck und wie ihr schon in der Beschreibung seht, wir spielen heute, beziehungsweise ich zeige euch heute Jeskai Stoneblade. Jeskai Stoneblade, ein Deck, was immer wieder kommt und geht. Ja, was für mich immer so ein kleiner, oh mein Gott, diese Karten, warum sind sie so schwach oder oh mein Gott, warum sind sie so stark ist. Und ich finde es immer ganz cool, weil das Deck kommt und geht und läuft sich tatsächlich einzig und allein auf eine Kreatur, wie stark eine Kreatur aktuell im Meta ist. Und die ist aktuell nicht gut. Trotzdem möchte ich euch eine Version zeigen, die doch relativ viel Success hat und deshalb halt auch sehr gut spielbar ist. Dementsprechend gucken wir uns das Ganze mal an. Ich meine natürlich die Kreatur, mit der das Deck kommt und geht. True Name Nemesis. 3-Mana 3-1. Wenn ein Spiel kommt, suchen wir uns einen Gegner aus. Diese Karte hat Schutz vor dem Gegner. Als diese Karte rauskam, war es der Nemesis, Wortwitz, der Nemesis des kompletten Formats. Es war so mächtig, niemand konnte was dagegen tun. Mittlerweile gibt es so viele Antworten darauf, dass selbst die Stoneblades, die früher 3 bis 4 Stück davon gespielt haben, nur noch einen spielen. Weil er ist nicht mehr wichtig. Er ist halt wirklich nicht mehr wichtig. Wichtiger sind dann Karten wie zum Beispiel der Hullbreacher. 3-Mana 3-2 Flash, der Gegner, immer wenn er eine Karte zieht, außer die erste in seiner Draw-Step, zieht er die nicht und ihr kriegt stattdessen einen Treasure-Token. Hullbreacher macht halt Decks kaputt. True Name ist es irgendwie nicht. Auch hier Mehrfolg, was ein bisschen ärgerlich ist, dass hier doppelt Mehrfolg drin ist, aber was soll's. Dann spielen wir noch 3 Snapcaster, 2-Mana 2-1 Flash, auch hier mit Flash, sehr, sehr schön. Und wenn das Spiel bekommt, können wir den Instant oder Sorcery aus dem Friedhof spielen und sie mit Flashback spielen. So, wenn sie wählen und sie mit Flashback spielen. So, das ist richtig. So, in diesem Zug. Und das ist ganz nett und ja, ist halt ein Kontrollpiece und wir spielen mit einem Blade halt eine Art von Kontrolldeck. Theoretisch spielen wir einen UWR Control mit einem cooleren Finish. Und dann spielen wir noch einen Brazen Burrer, 3-Mana 3-1 Flash fliegend und kann nur fliegende Kreaturen blocken. Aber wir können ihm für 2 Mana auch einen Non-Land Permanent auf die Hand geben. Das ist ganz nett zum Bouncen und danach können wir den halt aus dem Adventure spielen. Auch hier, er kann fliegen zum Zuhauen. Die sind disposable Kreaturen. Das sind Kreaturen, die Value bringen und er ist halt einfach nur eine Wurst. Stoneblade bedeutet, wir spielen Stoneforge. Wir spielen 3 Stoneforge, 2 Mana, 1-2. Wenn er ins Spielfeld kommt, können wir unser Deck eine Ausrüstungskarte durchsuchen, sie vorzeigen und auf die Hand nehmen und für 2 Mana tappen können wir eine Ausrüstungskarte aus der Hand ins Spiel bringen. Davon hat man früher auch mehr gespielt. Man hat aber auch früher mehr Ausrüstung gespielt. Die schmeiße ich jetzt direkt hinterher, weil früher hat man halt mit Umitsa-basierte Sword of Fire und Eisen ähnliches gespielt. Mittlerweile sind die Ausrüstungen selber die Kreaturen. Wir spielen auf der einen Seite eine Batterskull, eine 5-Mana Living Weapon, das heißt, sie kommt mit einem 0-0 Germ Token ins Spiel. Und die ausgerüstete Kreatur hat +4/+4, Wachsamkeit, Lifelink. Wir können sie für 3 Mana zurück auf die Hand nehmen und für 5 Mana können wir das Ding umequippen. Ja, ist eine eigenständige Kreatur mit Stoneforge, weil True Name einfach nicht mehr gut ist. Genau dasselbe haben wir mit Kaldra Complete, 7 Mana, auch hier Living Weapon, unzerstörbar. Die ausgerüstete Kreatur hat +5/+5, Erstschlag, Trampel, Unzerstörbarkeit, Eile und immer wenn diese Kreatur Schaden zufügt, wird die andere Karte exiled. Auch hier mit Stoneforge einfach nur dafür da, damit wir eine eigenständige Kreatur haben. Das ist unser Kreaturen-Package. Damit versuchen wir das Spiel zu beenden. Gucken wir mal an, was wir haben, um diese Karten zu beschützen. Und zwar haben wir eine Menge Instant Sorceries und Verzauberungen. Also alles, was kein Planeswalker ist. Wir haben auch eine Menge Counter. Wir haben einen Spellpierce. 1 Mana, wir kontern einen Nicht-Kreaturen-Zauber, seine Basher-Zahl 2 Mana. Man kann auch Pflaster zum Spiel, aber ich finde Spellpierce cooler. Ein Actual-Counter-Spell, 2 Mana, Counter-Target-Spell. Wunderschön, easy zu erklären. Ein Force of Negation, 3 Mana, wir können einen Zauber kontern, Nicht-Kreaturen-Zauber, wenn er gekontert wird, wieder exiliert. Wir können aber auch im Gegnerzug eine blaue Karte aus unserer Hand exilen, sogenanntes Pitchen, statt die Mana-Kosten zu bezahlen. Das ist der kleine Bruder oder die kleine Schwester von Force of Will. 5 Mana ist Counter-Target-Spell. Wir können auch hier eine blaue Karte pitchen und ein Leben bezahlen, statt die Mana-Kosten zu bezahlen. Es sind einfach free Counter-Spells. Die braucht das Deck auch. Die braucht das Deck wirklich. Dann, wir spielen Blau. Was spielt Blau? Blau spielt Brainstorm. Muss ich euch jetzt, glaube ich, nicht erklären. Zieht Karten, sucht euer Deck nach Karten. Ihr kriegt alle Karten, die ihr haben wollt. Interessant ist es, wenn ihr damit Stoneforge-Karten rausgesucht habt, könnt ihr die auch mit Brainstorm wieder reinmischen, um mit der zweiten Stoneforge zu suchen. Das sind dann zusätzlich Card-Draws. Ganz nette Tricks. Dazu dann noch 4 Ponder, 1 Mana, Sorcery. Wir gucken uns 3 Karten an, legen die beliebige Reihenfolge zurück, können mischen, wenn wir wollen, ziehen eine Karte, auch hier ähnlich wie Brainstorm, Card Selection. Wir versuchen einfach möglichst an die Karten anzukommen, die wir haben. Ja, gehen wir mal kurz zu Weiß.
Removal, 4 Swords to Plowshares. Wir exilen eine Kreatur, der Gegner bekommt Leben in Höhe der Stärke. Mega mächtig, MM. Dann Prismatic Ending, auch eine Karte, die mittlerweile ähnliche Ursachsage mein Herz ein bisschen erobert hat. Ein weißes und X. Wir exilen einen Non-Land permanent Mana Kosten von X oder weniger. Wobei X die Anzahl an Farben ist, die wir für diesen Spell benutzt haben. Wir spielen Jeskar, das heißt, wir haben Blau, Weiß und Rot zur Verfügung, auch wenn wir Rot nur im Sideboard spielen. Aber das ist irrelevant. Sehr guter Removal. Und zu guter Letzt spielen wir noch 2 Back to Basics im Mainboard. Non-Basic Lands enttappen nicht während des Enttapp-Segments des Beherrschers. Sehr, sehr cool, weil wir spielen sehr, sehr wenig Duels und spielen eine Menge Basics und das kann die Gegner halt ziemlich off guard erwischen, gerade wenn die Leute jetzt aktuell wieder super gierig mit ihren Mana-Bases sind und ja, Ursachsager tappen für ein farbloses, okay, back to Basics, doof. Siehst du auch so, oder? Ja, finde ich gut. Dann haben wir noch kurz die Planeswalker, wir spielen einen Jace the Mind Sculptor, 4 Mana, 3 Marken plus 2. Wir gucken uns die Deck von dem Gegner an, die oberste Karte, und können sie drunter legen, wenn wir wollen. 0, wir können brainstormen. Minus 1, wir können eine Kreatur zurück auf die Hand geben. Und minus 12, wir exilen das Deck von dem Spieler, mischen seine Hand und legen es als sein Deck hin. Das ist auch sehr, sehr gut. Und weitere Planeswalker sind 3 Teferi Time Reveler Revealer. 3 Mana, 4 Marken und jeder Gegner kann nur noch Zauber als spielen, als ob es Sorcery wären, als wenn der Stack leer ist. Plus 1, wir können unser nächstes Sorcery spielen, als wäre sie Flash. Nicht so relevant. Minus 3, wir bringen eine Artefakt-Kreatur, den Charm auf die Hand und ziehen eine Karte. Auch nicht so relevant, aber dass der Gegner uns nicht mehr wegkontern kann und wir damit ein bisschen was kontrollieren können vom Gegner, ist sehr, sehr nett. Kommen wir noch zu den Ländern. Ich habe gesagt, wir spielen sehr wenige Duels. Wir spielen eine Tundra. Blau-weißes Duelland, sowohl Insel als auch Ebene. Und eine Volcanic. Blau-rotes Duelland, sowohl Insel als auch Gebirge. Dann spielen wir eine Menge Fetchländer. Wir spielen 4 Flooded Strand, das blau-weiße Fetchland, was uns entweder blau oder weiß raussucht. Dann spielen wir 3 Scalding Tarns, das ist das blau-rote Fetchland, was uns entweder Insel oder Gebirge raussucht. Und dann spielen wir noch 3 Prismatic Vistas. Die können wir tappen, opfern, unser Deck nach einem Standardland suchen. Das wird relevant nach dem Sideboarden. Und wir wollen halt vorm Sideboarden möglichst viel Weiß raussuchen. Weiß und Blau sind unsere Mainfarben. Rot haben wir zwar mit Volcanic und einem Basic, was gleich kommt, auch Rot drin. Aber die brauchen wir erst nach dem Sideboarden. Deswegen versuchen wir, alle Basics rauszusuchen, die wir haben. Und zwar alle außer Rot eigentlich. Es sei denn, wir haben Prismatic Ending. Genau. Dann haben wir 5 Inseln, 2 Ebenen und ein Gebirge. Das ist das Mainboard. Gehen wir mal zum Sideboard. Im Sideboard habe ich schon angekündigt, haben wir eine Menge Rot. Bei uns läuft eine Menge Artefakt rum, deswegen spiele ich Meltdown. Ein rotes und X. Wir zerstören jedes Artefakt mit einer Kosten von X oder weniger. Unsere beiden Artefakte kosten 5 und 7. Das wird nicht passieren, dass wir die zerstören. Dementsprechend 2 Meltdowns finde ich sehr, sehr wichtig. Gegen Ursachsage und andere Artefakt-Decks wirklich sehr, sehr wichtig. Dann spiele ich noch ein Alpine Moon, auch hier gegen Ursachsage, gegen Dark Doof oder ähnliche Karten. Sehr, sehr mächtig. Ein Mana Enchantment. Wenn er ins Spielfeld kommt, sagen wir einen Nicht-Basic-Land-Kartennamen an und Länder, die der Gegner kontrolliert mit diesem Typen, beziehungsweise mit diesem, ja, mit diesem Namen verlieren alle Landtypen und Abilities, außer sie haben Mana. Man kriegt Mana beliebiger Tappen, man kriegt Mana beliebiger Farbe, so ist richtig. Dann ein Pyroblast, ein Red Elemental Blast. Beide machen relativ dasselbe. Für ein rotes kontern sie einen blauen Zauber. Kontern Zauber, wenn er blau ist. Oder zerstören blaues Permanentes. Zerstören Permanentes, wenn es blau ist. Hier ist der Split, einfach nur wegen Surgical. Surgical ist einfach so eine gute Karte und sie wird so viel gespielt. Und auch gerade im Mirror ist Red Animal Blast eure beste Karte gegen blaue Decks. Und wenn die dann auf den Surgical drauf liegen und sie beide wegbekommen und ihr am Ende noch einen zweiten auf der Hand hattet oder ähnliches, dann tut das weh und ich kann es immer wieder bestätigen, das ist auf dem Grand Prix passiert, während ich zugeschaut habe. Und das war relevant und das war wichtig. Dann haben wir Surgical Extraction. Wir haben gerade von ihr geredet. Falls der Gegner nur Red Elemental Blast spielt, können wir damit Surgical Extraction draufknallen zum Beispiel. Sie ist für ein schwarzes oder 2 Leben, mal für unseren Fall immer 2 Leben, können wir eine Karte aus dem Friedhof auswählen, die kein Standardland ist und die Hand, den Friedhof und das Deck des Spielers nach einer beliebigen Anzahl an Karten mit diesem Namen raussuchen und sie exilen. Gut gegen Reanimator, gut gegen Mirror, wo du die Swords to Plowshares rausnehmen kannst, die nervig sind, oder die Planeswalker oder die Stormforge oder ähnliches. Und ja,
Sehr, sehr gute Karte, sehr versile Karte, gerade in diesem Deck. Wirklich wichtig und gut. Dann haben wir noch eine Menge blaue und weiße Karten. Ich habe einen Meddling Mage dabei, ist ein 2-Mana-2-2er. Der, wenn er ins Spiel bekommt, wir eine Nichtlandkarte anzeigen und Karten mit diesem Namen können nicht gespielt werden. Ich liebe diese Karte gegen Show and Tell, ich liebe diese Karte gegen irgendwelche One-Trick-Pony-Artefakt-Decks und Ausrüstungen und Combo und ach, so schön. Einfach so ein Kanonist. 2-Mana-2-2. Jeder Spieler darf nur einen Non-Artefakt-Spell-Pony spielen. Wenn wir Teferi draußen haben, kann der Gegner uns eh nicht mehr kontern. Dann spielen wir einen Spell und dann sind wir zufrieden. Wenn der Gegner dann seinen Spell spielt, können wir ihn kontern. Der Gegner kann nicht mehr zurückkontern. Das heißt, wenn wir genug Counter-Spells haben, ist das ein ziemlich guter Lock, mit dem wir den Gegner sehr viel Zeit rauben können. Dann ein Contain Priest, 2-Mana-2-2, Non-Token Creatures, die ins Spielfeld kommen, die nicht gecastet wurden, werden stattdessen exiled. Die ist gut gegen Aetherfiole, Death in Texas, Goblins, Elves, Reanimator, also ein kladderer Dutch, deswegen ein Contain Priest immer wieder sehr beliebt. Dann haben wir ein Supreme Verdict, ein 2-Weiße, ein farbloses, ein blaues. Kann nicht gekontert werden, wir zerstören alle Kreaturen. Ja, manchmal spielt man halt gegen Delver, manchmal muss man das Board räumen und dann ist das ganz gut. Dazu haben wir noch einen Flusterstorm gegen die Storm Decks, ein blaues Mana Instant, wir kontern Instant oder Sorcery, seine Wäsche zahlt ein Mana mehr für jeden Spell, der vor Flusterstorm gecastet wurde. Ich finde die Karte ganz gut, gerade gegen blaue Decks, wo man einen Counter-War damit beenden kann oder eben einfach gegen ein Combo-Deck, was versucht Storm zu spielen. Sehr, sehr cool, deshalb als One-Off im Sideboard gut. Dann weiter gegen Ursas Saga und komische Effektkarten und sonst was nicht alles. 2 Dressdown. 2 Mana Enchantment mit Flash. Wenn es ins Spiel verkommt, ziehen wir eine Karte. Das ist sehr gut. Kreaturen verlieren alle Fähigkeiten und zum Endstep wird das Ding geopfert. Auch das habe ich schon rausgedroppt gegen Doomsday. Das war der Wahnsinn. Das war mega cool. Der war sich so sicher, dass er gewinnt und nein, hat er nicht. Hat er nicht. Und eine Ausrüstung kann ich mir nicht nehmen lassen. Im Sideboard, eine Umidzar-basierte, gerade gegen die Creature-Batch-Ups, wo dann doch auf einmal True Name plus Umidzar-basierte einfach das Spiel gewinnt instant. Und dementsprechend haben wir die auch im Sideboard. 2-Mana-Ausrüstung für 2-Mana zum Equippen. Wenn sie Schaden zufügt, kommen 2 Marken drauf. Wir können eine Marke runternehmen, um der ausgerüsteten Kreatur +2/+2 zu geben, irgendeiner Kreatur -1/-1 oder 2 Leben bekommen. Ja, macht halt alles an Creature-Based platt. Das ist das Sideboard, das ist sehr versiel, es hat eine Menge One-Offs drin und eine Menge sehr situative Karten. Und wenn man in diese Situation läuft, dann ist das sehr, sehr stark. Gehen wir mal zum Deck Talk. Ich habe das Deck vor Ewigkeiten mal als pure OW-Version gespielt und habe damit auch mehrere Tournaments top geatet. Und ich muss sagen, das Deck ist stumpfer als man denkt, zumindest früher gewesen. Mittlerweile ist es doch ein bisschen aufgebrochen. Früher war es einfach so, man hat eine True Name gedroppt oder eine Ausrüstung und hat danach alles mit Counterspell Removal weggehalten. Es ist immer noch stückweise so. Aber die wichtigste Kreatur in diesem Deck hat sich eben gedreht. Die wichtigste Kreatur ist nicht mehr der True Name, sondern die Stormforge. Und das ist ein sehr interessanter Twist an dem ganzen Spiel, weil die Stormforge alleine macht nicht viel. Die Stormforge sucht aber die Ausrüstung. Und die Stormforge bringt die Ausrüstung early rein und haut schneller zu, als ein True Name das jemals könnte. Und das sorgt dafür, dass der Gegner zwar einen höheren Radius hat zu interagieren, wir aber weniger Removal und Counterspells brauchen, um den Gegner irgendwie wegzuhalten. Deswegen finde ich diesen Twist hin zu Stormforge plus Living Weapon Kreaturen sehr viel cooler als 3-4 True Names und Ausrüstungen und was nicht alles. Jace als Kontrollpiece ist ganz nett, weil manche Decks muss man einfach so ein Kontrolldeck spielen, auch hier mit Back to Basics, dann kommt das meistens in Charge. Aber für die Early-Sachen ist halt meistens so, Turn 1, man removed eine Threat vom Gegner, Turn 2, Stoneforge, sucht sich die raus, hat einen Force of Will, Turn 3, hat einen Counterspell oder eine Ding und ja, das interagiert sehr schön miteinander und ich muss sagen, als blau-weißes Deck, was eine Anfängerart von Kontrolldeck ist, aber weiter in den Beatdown-Plan hat und nicht in dieses Grind-Fest reingeht, wie das UWR Days Undoing, was ich euch vor Ewigkeiten gezeigt habe, was ja grausam. Wenn ihr lieber zuhaut und trotzdem ein bisschen Kontroll spielen wollt, dann ist das euer Deck. Wirklich, wirklich cooles Deck. Ansonsten hoffe ich, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ablexed. Ciao, ciao.